In diesem Video lernen wir die regelmäßigen Verben, hier das Beispiel machen. Machen und die wichtigsten Verbformen in den verschiedenen Tempora. Im Deutschen werden Verben nach Person, Numerus und Tempus angeglichen. Es werden Endungen angehängt. Ich mache, du machst, er macht, sie macht, es macht. Wir machen, ihr macht, sie machen, sie machen. Präteritum, machte. Hier wird ein T eingefügt. Ich machte, du machtest, er machte, sie machte, es machte. Machten, ihr machtet, sie machten, sie machten. Perfekt. Das Perfekt wird gebildet aus hat oder ist plus dem Partizip 2. Zum Beispiel hat gemacht. Ich habe gemacht, du hast gemacht, er hat gemacht, sie hat gemacht, es hat gemacht. Haben gemacht, ihr habt gemacht, sie haben gemacht, sie haben gemacht. Plusquamperfekt oder Vergangenheit vor der Vergangenheit. Hier wird hatte bzw. war mit dem Partizip 2 kombiniert. Hatte gemacht. Gemacht, du hattest gemacht, er hatte gemacht. Sie hatte gemacht, es hatte gemacht. Wir hatten gemacht, ihr hattet gemacht, sie hatten gemacht, sie hatten gemacht. Futur 1, Future 1. Hier wird das Verb werden mit dem Infinitiv kombiniert, zum Beispiel wird machen. Ich werde machen, du wirst machen, er wird machen, sie wird machen, es wird machen. Wir werden machen,
Ihr werdet machen, sie werden machen, sie werden machen. Konjunktiv 2 Gegenwart. Hier wird würde in den verschiedenen Formen mit dem Infinitiv kombiniert, zum Beispiel würde machen. Ich würde machen, du würdest machen, er würde machen, sie würde machen, es würde machen. Machen, ihr würdet machen, sie würden machen, sie würden machen. Tief 2 Vergangenheit. Hier wird hätte bzw. werde mit dem Partizip 2 kombiniert, zum Beispiel hätte gemacht. Ich hätte gemacht, du hättest gemacht, er hätte gemacht, sie hätte gemacht, es hätte gemacht. Hätten gemacht, ihr hättet gemacht, sie hätten gemacht, sie hätten gemacht. Hier wurden die meisten wichtigen Zeiten präsentiert, die weniger relevanten folgen in einem anderen Video.